Wir machen weiter bei WWE 13. Heute steht das Match zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker an. Am 5. Oktober 1997 in St. Louis, Missouri, beim Pay-Per-View Bad Blood. Ja, im letzten Part haben wir mitbekommen, wie Triple H und Shawn Michaels den Undertaker in einem Match bei Raw geschwächt haben, sodass Shawn Michaels ihn nach Möglichkeit ohne Probleme hier bei Bad Blood besiegen kann. Klappt das allerdings auch? Wir werden sehen. Erstmal der Hintergrund für das Szenario. In diesem Match bei Bad Blood wurde erstmals das Hell in a Cell ausgetragen. Grund für diese Matchpremiere war Michaels Eingriff in den Kampf zwischen dem Undertaker und Bret Hart, der Undertaker den Titel beim SummerSlam kostete. Dieses Match sollte den Hauptherausforderer für den WWE-Titelkampf gegen Bret Hart bei Survivor Series bestimmen. Und das tat es auch, aber mit einer überraschenden Wende. Ja, wir werden hier also Teil von Geschichte, denn am 5. Oktober 1997 bei Bad Blood, gar nicht so lange her, wenn man sich das überlegt, war das erste Hell in a Cell Match. Shawn Michaels, you pay for your crimes. Instead of facing the dead man's consequences, the Heartbreak Kid will amplify his SummerSlam actions in a devastating instant. My God, what a shot to the face! The Undertaker is afraid of Shawn Michaels! Hell in the Cell, Bad Blood, it will be your final resting place. The Phenom would seek retribution from Shawn Michaels within the confines of an unprecedented diabolical structure. There is no escape. Two men enter, only the Undertaker leaves. Ja, da haben wir die Vorschau gesehen, den Hintergrund dieser Storyline. Shawn Michaels hat also den Undertaker die WWE Championship gekostet, die sich Bret Hart schnappen konnte, sodass er jetzt Rache will an Shawn Michaels, der es noch einen Tacken schlimmer gemacht hat, indem er den Undertaker nochmals mit einem Stuhl attackiert hatte. Folgende Matchziele: gewinne das Match und historische Bonusziele, bringe Undertaker Schaden im Ring auf kritisch. Ja, es ist das erste Hell in a Cell der Geschichte. Eigentlich ein Match, was für den Undertaker designed wurde. Und trotzdem, wie ich schon in den vorherigen Parts erwähnt hatte, bin ich der Meinung, dass er nicht eins gewinnen konnte. Und das ist natürlich schon etwas, womit man nicht rechnet, wenn man hier an Undertaker und Hell in a Cell denkt. So, wir müssen seinen Schaden auf kritisch bringen. Unser Schaden ist schon längst auf kritisch, so wie wir rumlaufen. Wir haben ja gesehen im Einspieler, was schon Michaels hier schon einstecken musste. So, jetzt versuche ich mal hier mit dem Sledgehammer den Undertaker etwas zu bearbeiten. Und führe mal ein Comeback aus. Warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch eine gute Idee. Jetzt nur richtig die Tasten hier drücken. Und dann den Undertaker perfekt bearbeiten. Schön, er liegt schon mal gut. Aber auch er startet ein Comeback. So. Sein Schaden ist allerdings schon auf moderat. Wir steigen aufs Top... schon. Aufs Top Rope und zeigen den Diving Elbow. Und sein Schaden ist auf kritisch. Sweet Chin Music, wir müssen das Match nur noch gewinnen. War es das schon für den Undertaker? Hier bei Bad Blood. Nein, er kickt aus. Er gibt sich noch nicht geschlagen. Was müssen wir noch machen, um den Undertaker zu bearbeiten? Erstmal blutet auch er, denn ich habe diese Bleeding-Funktion angemacht, die in den letzten Parts tatsächlich aus war. Standardeinstellungen halt von TVPG, ne? So, vielleicht jetzt noch ein Pinfall hinterher. Nee, reicht immer noch nicht. Der Undertaker wehrt sich. Er hat auch noch einen Finisher auf Lager. Aber wir können wieder mit einem Signature punkten. Warum versuchen wir nicht mal hier den Sharpshooter? Nee, können wir nicht. Ein Spieler. What the hell? Und da ist Kane! Der einfach so mal die Tür rausreißt und in Hell in a Cell marschiert. Der Bruder vom Undertaker.
die Geburtsstunde von Kane. Und er attackiert seinen eigenen Bruder und verpasst ihn in Tombstone Piledriver. So dass schon Michaels kein Problem hatte, dieses Match dann letzten Endes für sich zu entscheiden. Kane hat den Unterschied gemacht. Und verlässt wieder Hell in a Cell. Kane gegen den Undertaker, das gab es in so zahlreichen Ausführungen. Und jedes Mal haben sie was Besonderes draus gemacht. Kane war ja der erste Gegner des Undertakers, der zweimal bei einer WrestleMania gegen ihn angetreten ist, bevor dann Shawn Michaels kam. Ja, das waren schon ganz besondere Storylines und nicht nur... What the hell? Er konnte nicht in den Tombstone, ist er denn behindert? Ja, Ziel verfehlt, klar. Wie ist er denn da noch auf einen Tombstone gekommen? Er wurde doch selbst getombstoned. Ja gut, dann müssen wir das hier nochmal machen. In der Hoffnung, dass es diesmal besser klappt. Auf jeden Fall, ja, so viele Rivalitäten zwischen Taker und Kane. Aber nicht nur Rivalitäten, die sind ja später auch als Tag-Team aufgetreten. Als das berühmte Team der Brothers of Destruction. Er versucht mich jetzt schon zu pinnen. Noch nicht, Takerchen, noch nicht. Wir starten wieder ein Comeback. Schaffen es auch diesmal. Und zeigen gleich wieder unseren Diving Elbow. Ja, Kane war auch immer so ein hochgehandelter Superstar, der es allerdings nie über den Schatten des Undertakers hinausgeschafft hatte. Hat ja einmal nur kurz den WWE-Titel halten dürfen, für ein paar Sekunden, bis man sich dazu entschlossen hat, 2010 Kane den World Title endlich zu geben. Und es war einer der epischsten World Title Runs bei SmackDown in der jüngsten Vergangenheit. Und ich bin sehr froh, dass Kane da wirklich endlich mal seine Chance bekommen hat. Und wenn wir schon von Leuten sprechen, die noch nie wirklich den World Title vernünftig halten durften, 2011 folgte ja ein weiterer, der es in meinen Augen mehr als verdient hatte, weil er dann wirklich großen Karriereschub bekommen hat, auch was seine Leistung im Ring und am Mic angeht. Das war nämlich Mark Henry, der jetzt wieder returned ist. Das war schon ein sehr guter World Title Run mit seiner Hall of Pain. Da hat man auf jeden Fall einiges aus Mark Henry rausgeholt. Und die Liste geht weiter, denn 2012 war es The Big Show, der auch endlich mal einen vernünftigen World Title Run haben durfte. Und er kontert schon wieder, der Typ hier. Kane, wo bist du? Ja, aber zu Big Show sage ich nicht viel, weil er hat's am Mic drauf, aber nicht im Ring. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so begeistert. Und hier sehen wir nochmal Kane reinkommen. War ich nicht so begeistert, aber trotzdem. Für die vielen Jahre, die er da bei der WWE schon unterwegs ist, davor bei WCW, hat er sich aber auch auf jeden Fall auch verdient. Das muss man trotzdem dazu sagen, auch wenn die Leistung im Ring natürlich nicht so beeindruckend ist. The Big Red Monster. Ja, wie oft der schon eigentlich auch verbrannt wurde, ne? Ich denke nur mal an 2003, Shane McMahon hat ihn einfach mal ins Feuer geworfen. Kane kommt immer wieder... Feuer ist er gewohnt. Macht ihm nichts aus. Und hier nochmal der Tombstone und ich hoffe, ich kann es jetzt beenden. So, also Shawn enttäuscht mich nicht. Sondern pinnen ihn jetzt einfach. So. Ja, ist gut, Kane. Wir haben es verstanden. So, Taker ist wieder auf den Beinen. Der Referee ist noch tot. Komm jetzt, Pin. Das musst du erreichen. Das war's auch. Michaels besiegt den Undertaker dank der großartigen Unterstützung von Kane.
Und da ist auch Triple H. Und der Taker verliert das eigentlich für ihn prädestinierte Match gegen HBK. Was dann eine schöne Storyline zwischen Kane und dem Undertaker einläutete. Und damit ist, wie Jim Ross richtig sagt, Shawn Michaels Number One Contender auf den WWF Championship von Bret Hart bei der Survivor Series. Ja, Survivor Series 97 sollte auch nochmal ganz besonders werden. Und als Belohnung haben wir Kane 97 bis 99 freigeschaltet und die Bad Blood 1997 Arena. Nächster Event nehmen wir ganz klar noch mit. Immer noch in der Zeitachse, relativ am Anfang dieses ganzen Szenarios hier, der Attitude Era. Wir sehen, dass Nitro weiterhin eine lange Zeit noch die Quoten beherrscht hat. So, 6. Oktober 1997, Raw is War in Kansas City. Während Shawn Michaels und Hunter Hearst Helmsley im Ring The Undertaker bekämpften, entbrannte ein Wortgefecht mit Bret Hart und der Hart Foundation. Das Wortgefecht zwischen Bret und Michaels, der als Showstarter gedacht war, okay, führte später am Abend zu einem Kampf zwischen den beiden. An diesem Abend benutzte Michaels die zwei berühmten Worte von DX zum ersten Mal und Bret bezeichnete Helmsley als degeneriert, was zur Entstehung des Namens D-Generation X führte. Matchziele: erreiche alle historischen Bonusziele, die da wären. Pinne Bret, wenn sein Schaden kritisch ist, damit Bulldog den Ringrichter ablenkt. Befördere Bret mit einem Irish Whip aus dem Ring in Richtung Ansagetisch, während Bulldog den Ringrichter ablenkt. Alles klar. Helmsley in Begleitung von Shawn Michaels gegen WWF-Champion Bret Hart, dessen Entrance wir uns natürlich ansehen werden. Den haben wir noch nicht gesehen. Er war zu dem Zeitpunkt einer der größten Stars im Wrestling-Business, absolut over. Aber das war auch die Zeit, in der die WWE die meisten Verluste gemacht hatte. Und er entschloss sich, wie viele anderen Superstars auch, der WWF den Rücken zu kehren und stattdessen zur Konkurrenz zu gehen, zu WCW. Was dann bei der Survivor Series, die wir auch bald sehen werden, beim Match zwischen Shawn Michaels und Bret Hart, zu einem der berühmtesten Kontroversen im Wrestling-Business führte, dem Montreal Screwjob. Aber dazu werde ich dann mehr erwähnen, wenn es soweit ist. Erstmal hier das Match zwischen Helmsley und WWF-Champion Bret the Hitman Hart, der hier bei seinem Entrance immer die Sonnenbrille kleinen Kiddies aufgesetzt hatte. Kommt aus der berühmten Hart-Familie, dem Hart-Dungeon. Ja, große Namen da. Wenn wir hier jetzt das Match starten, und zunächst seinen Schaden auf kritisch bringen müssen. Das ist ja nicht ganz so einfach, beziehungsweise nicht mal eben so gemacht gegen den WWF-Champion. Wird mit Sicherheit ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Triple H fängt hier an mit einem Neckbreaker. Und jetzt hier in dem Knee-Lift, Clothesline, Bret Hart in den Seilen. Was macht Triple H jetzt? Schleudert ihn nochmal dagegen. DDT gleich hinterher. So, Bret Hart kontert. Und Helmsley nochmal hier mit einem Armbar gegen Bret Hart. Ja, und wie gesagt, auch Bret Hart entschloss sich also dann dazu, die WWF zu verlassen. Und dass sie dann noch die Kehrtwende geschafft haben, grenzt irgendwo schon ein Wunder. Denn man darf nicht vergessen, Time Warner hat so viel Kohle in WCW gepumpt. Die WWE war eigentlich absoluter Underdog. Das war David gegen Goliath, wenn man so will. Schöner Knee-Lift hier von Hunter. Aber sie haben es geschafft. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen einfach diese geile Attitude Era, die da geschaffen wurde von der WWF damals, und zum einen eine völlig abgehobene Mannschaft bei WCW, überhöhte Gehälter, absolute Egoisten, jeder wollte den Titel,
Die Stories waren am Ende nur noch Müll, sodass die Company einfach auf den Tod zusteuerte und dann Time Warner gesagt hat, nee, wir gehen das nicht mehr mit. Wir gehen das nicht mehr mit, wir verkaufen euch. Und so endete der Monday Night War 2001 und die WWF konnte sich die Rechte an WCW sichern. Und viele Superstars kamen dann demnach zurück zur WWF. Nur einer trat nie auf bei der WWF oder WWE. Bis heute nicht. Und das ist Sting. The Icon Sting, die lebende Legende. Der Main Eventer schon bei WCW, der Main Eventer bis heute bei TNA. Nie trat er auf bei der WWE. Und viele haben sich mal dieses Wunschszenario Sting gegen den Undertaker bei WrestleMania gewünscht. Aber dazu wird es scheinbar offenbar leider nie kommen. Denn Sting möchte einfach nicht für die WWE antreten. So, Schaden ist da jetzt auf kritisch. Wann lenkst du denn mal hier den Referee ab, Bulldog? Muss ich den pinnen erst, oder? Oder was ist hier los? Zweiter Pedigree gegen Bret Hart. Ja, er lenkt ihn jetzt ab. Oh, jetzt verlässt er den Ring. Och, Bret, ey. Da wollte ich hier den Irish Whip zeigen, aber konnte ich nicht. Jetzt muss ich den Referee abermals ablenken, beziehungsweise das Bulldog machen lassen. Erstmal wieder Pin. So, jetzt aber, komm. Ja, wunderbar. Shawn Michaels hat jetzt Bret Hart vor sich liegen. Was macht er mit ihm? Switch in Music erstmal. Und der Referee counted Hart jetzt aus, der dieses Match damit auf diese linke Art und Weise verlieren wird. Das war auch das, was die Ex ausgemacht hatte. Die haben die geilsten Tricks verwendet, um jedes Match für sich zu entscheiden. Und so gewinnt haben sie hier gegen WWF-Champion Bret the Hitman Hart. In einem wirklich sehenswerten Match. Und als Belohnung haben wir jetzt den British Bulldog als spielbaren Charakter freigeschaltet. So, Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann müsste es eigentlich schon weitergehen mit der Survivor Series, wenn mich nicht alles täuscht. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.